Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 19. Juli. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer am Start für Sie heute am Markt und wir wollen wieder mal ein Yen-Pair unter die Lupe nehmen und hierbei das größte bzw. am meistgehandelste Währungspaar in Yen abgerechnet, US-Dollar gegenüber Japanisch-Yen hier im Fokus und den hatten wir auch in der letzten Woche schon mal im Bild. Gleich vorab hier die Wochenstatistik generell zu Wochenbeginn bis zur Wochenmitte während der letzten 52 Handelswochen tendenziell bullisch, hier mit leicht positiven Tagesniveaus, also Tagesschlusspreisen 53, 54, 54%. Das kippt erst am Donnerstag Schrägstrich zum Freitag unter die 50%-Marke. Insofern heute Schrägstrich morgen eigentlich noch rein statistisch ein bullischer Bias, doch bleibt das so? Fragezeichen, denn neben der Fuzzy-Vektorlogik, die ich Ihnen gleich mal zeige auf Tagesbasis von heute, haben wir hier erstmal im Wochenchart eine interessante Konstellation. Denn wir hatten schon unlängst darüber gesprochen, dass natürlich hier eine relativ scharfe Abwärtsbewegung stattfand. Die Marke von 100 Yen, gerade aus Sicht der Bank of Japan, hier ein ganz, ganz wichtiges Key-Level ist und die Wahrscheinlichkeit, dass Interventionen stattfinden, durchaus anzunehmen ist. Faktisch wäre ein neuer Preis unterhalb der 100 Yen-Marke ein weiteres Verkaufssignal gewesen, im Sinne dessen, dass es hier zum Brexit-Event praktisch dann nochmal zusätzlichen Verkaufsdruck hätte geben können. Aber Sie sehen, in der Vorvorwoche war das Niveau hier zwar im Low 99,95, aber der Close dann 100,57 rund, also über diesem Level. Und die letzte Woche hier ganz, ganz deutlich. Also, meine lieben Damen und Herren, wenn man das nicht als Interventionskerze sehen darf, dann weiß ich auch nicht. Natürlich aber auch die Märkte im Erholungsmodus gewesen in der letzten Woche. Das führt dann auch natürlich immer wieder dazu, dass Geld aus Japan wieder abfließt, also praktisch hier die Risikoaversion zunimmt. Und das hat natürlich immer wieder den Kontext dessen, dass die Währungspaare in Yen, sofern der Markt denn korrigiert, also die Aktienmärkte an sich eine Schwäche zeigen, hier die Yen-Pairs dann in der Regel ebenso verlieren und umgekehrt genauso dann eben, wenn die Aktienmärkte steigen, dass hier zum Beispiel US-Dollar-Yen, britisch Pfund Yen, Euro Yen, diese dann eben nach oben anziehen. Tatsache ist aber, wir sind hier aktuell genau in diesem Rechteck, was ich praktisch als Range-Marke mal bezeichnet hatte. Für den Fall, dass wir die 100 Yen-Marke nicht nach unten aufbrechen, war schon angenommen, und das ist der Tendenzfall vom letzten Mal, hier, dass wir eine Erholung sehen, die im Bereich 155 sich erschöpfen könnte, sich erschöpfen sollte im Idealfall. Doch wir sind natürlich hier nicht in der auf dem Ponyhof, sagen wir es mal so, dass man sich das hier alles so wünschen kann, wie es kommt. Nein, wir haben jetzt eine Situation, dass die aktuelle Woche hier schon dynamisch über die 155 auf Wochenbasis rausgegangen ist. Das ist ein Widerstandsbereich, der sich hier aus 2013 und 2014 ableiten lässt. Hier mit einem kleinen Touch auch in 2016, dann Durchbruch. Jetzt praktisch der Pullback. Und jetzt ist die Situation die, entweder es gibt jetzt eine Umkehrkerze in dieser Woche und der Yen tröpfelt wieder nach unten, so wie hier tendenziell mal vorausgesagt. Und deswegen machen wir den Fall gleich mal blau, weil das ist aktuell auch noch mein favorisiertes Szenario. Praktisch hier definitiv eine neue Downwelle. Deckt sich auch dahingehend, ich zeige Sie mal kurz mit der Saisonalität. Wir gehen jetzt mal hier auf 20 Tage, die nächsten 20 Tage höchst, höchst bärisch. Gehen wir mal auf 40, also schauen wir hier mal in die 40 kommenden Handelstage rein, statistisch saisonal, und schauen Sie sich das bitte an, meine lieben Zuschauer, da bedarf es keiner weiteren Erklärung. Wir haben hier saisonal absoluten Rückenwind aus Sicht der Bären. Wir sind in einem Widerstandsbereich. Die Chancen, dass US-Dollar-Japanisch-Yen hier eine kleine Umkehr erfährt, in Kürze, sind auf jeden Fall gegeben. Tatsache aber, die Volatilität wird hoch bleiben. Spikes sind nicht auszuschließen. Also nochmal hier ein Lauf in Richtung 107. Kann durchaus kommen, will ich nicht ausschließen. Aber die Luft wird auf jeden Fall dünner. Und spekulativ kann man hier sicherlich auch durchaus mal darüber nachdenken, vielleicht einen Short zu wagen. Gut, gehen wir mal in den Tagesschart, schauen wir uns das ein Stück weit genauer an. Wir haben die Situation hier, dass eigentlich schon vorher hier ein vorgeschalteter Widerstandsbereich um 103,50, 104 Yen meines Erachtens ein schönes Short-Level war. Doch damals wies ich schon darauf hin, ohne Umkehrkerzen, Erschöpfungssignale, Divergenzen, auf keinen Fall in eine laufende Gegenbewegung rein shorten, in dem Fall halt laufende Bewegung nach Norden, keinesfalls hier aggressiv reinshorten, vielmehr ein bisschen den Ball flach halten und mal schauen, ob der Markt sich eben erschöpft. Das tut er vielleicht in Bälde. Wir haben hier das Niveau bei 105,35, 105,50, machen Sie das nicht auf den Pip genau. Letztlich hier eine Zone, die meines Erachtens sehr, sehr interessant erscheint. Wenn wir hier mal rausgehen, haben wir hier die Preisspikes eben, die genau dieses Level rechtfertigen. Aber da sind wir natürlich jetzt schon drüber angestiegen. Die Gretchenfrage wird jetzt sein, wie weit geht denn die Party hier noch? Tatsache ist, ohne Umkehrsignale auf jeden Fall nicht einfach in den Markt reinshorten. Ich würde dann erstmal abwarten, bis sich der Markt so ein Stück weit erschöpft. Hier oben haben wir bei 107
75, 108 Yen, das ist mir fast schon ein Stück zu hoch. Auf jeden Fall das nächste Widerstandslevel, was sich klar definieren lässt. Ansonsten zwischengeschaltet hier dieses Niveau, wo wir uns gerade ranarbeiten. Ich denke, die Zeit ist vielleicht gar nicht mal so unreif für eine baldige Umkehr. Momentum klar noch positiv, hier auf 10 Tage gesehen, das muss man mal abwarten. Letztlich denke ich aber, es dürfte hier nicht mehr allzu lange nach oben gehen. Also das wäre mal hier sozusagen meine Einschätzung. Und insofern hier in Bälde im Bereich 106, 30, 106,35 scheinen mir hier Short-Engagements durchaus interessant, die dann eben hier genau eine solche Impulswelle begünstigen würden, gerade im Sinne der Saisonalität. Das fällt natürlich alles aus, wenn wir hier über das Level 100, ja, 108 rausgehen, also über diesen Widerstandsbereich, der sich hier auf Tagesbasis schön deklarieren lässt. Oberhalb von 108 hat sich das meines Erachtens erledigt. Dann sind die Bullen definitiv im Vorteil, aber da sind wir noch nicht und die Chancen, dass der Markt eben tatsächlich im Bälde dreht, sind gegeben. Schauen wir ansonsten hier auf die Trendlinien-Geschichten. Wir schauen mal hier, große Abwärtstrendlinie intakt, primärer Trend. Wenn man hier sozusagen jetzt mal eine steile Trendlinie anlegt, dann wird es auch noch ganz interessant für Trendlinien-Trader. Aber Sie wissen natürlich oder Sie kennen auch meine Einstellung dazu, schräge Trendlinien sind für schräge Typen, denn diese haben so einen stark subjektiven Charakter, die hier die Märkte letztlich ja, nicht wirklich beeinflussen, aber so tendenziell trendtechnisch, es gibt auch verschiedene Systeme, die darauf abfahren, sollte man durchaus mal hier so eine Trendlinie ins Kalkül ziehen. Und wenn es denn passt und man sozusagen ein Widerstandscluster-Level hat, und dieses haben wir hier in dem Bereich zwischen 106,35 und 107,75. Ich mache es nochmal direkt mit einem Kreisler. Wo haben wir den gleich hin? Wo ist denn jetzt hier der Kreis? Okay, nehmen wir die Ellipse. Auf jeden Fall hier, zack. So, dieser Bereich ist meines Erachtens sehr, sehr interessant für mögliche Shorts. Und wie gesagt, kleine Spikes in dieses Level rein. Warum nicht? Vielleicht aufnehmen. Aber hier, wie gesagt, keine Handelsempfehlung. Einfach mal abwarten, was passiert. Ich denke, wie gesagt, die Intervention bzw. das Gegenpotenzial dürfte sich jetzt dann langsam mal anbieten. Bleibt, wie gesagt, spekulativ, aber ist meines Erachtens durchaus ein Versuch wert, sofern der Markt dann eben jetzt hier in Schwäche übergeht. Ja. Andernfalls nochmals, ich will es mal sagen, prozyklisches Signal, könnte man auch hier dann einen Rückfall unter die Wochentiefs, unter die laufenden Wochentiefs eingehen. Das wäre dann auch hier insbesondere unterhalb des Niveaus von 105,50. Auf diesem Niveau könnte man dann sogar schon von einer laufenden Umkehr sprechen. Natürlich kommt man dann später in den Trade zu ungünstigeren Preisen, sage ich mal, mit gegebenenfalls einem weiteren Stopp. Das muss man natürlich dann selber abwägen, ob einem das wert ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir nochmal unter 105,50 gehen, dass der Markt dann weiter korrigiert, ist meines Erachtens als erhöht anzusehen. Und in diesem Sinne, meine lieben Zuschauer, wäre ich schon durch für den heutigen Radar. Wenn Sie mögen, geben Sie bei YouTube ruhig mal ein Like, höre ich immer mal wieder auf unserem YouTube-Channel. Und ansonsten haben wir am Donnerstag beim Live-Trading Day, frühs 8:45 bis 10:45 und am Nachmittag nochmal unseren Scalp-Trader Heiko Behrendt am Start. Dazu sind Sie kostenfrei herzlich eingeladen. Würde mich freuen, wenn wir uns da wiederhören. Spätestens ansonsten morgen natürlich 9:30 Uhr zum Radar. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.